Ja, es gibt jedes Jahr eigentlich zwei so Zeiten, wo die Medien voll sind mit irgendwelchen Horrorgeschichten über Drogen. Die eine dieser Zeiten, das ist immer im Mai. Da gibt nämlich die Drogenbeauftragte der Bundesregierung den sogenannten Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung heraus. Und der andere Hype in den Medien ist immer, wenn der International Narcotic Control Board, also die UNO-Organisation, ihren Jahresbericht rausgibt. Und da liest man immer, wie schlimm eigentlich das alles mit diesen Drogen auch sei. Und wenn man etwas genauer hinschaut, dann merkt man, dass diese Damen und Herren in ihren Ämtern sich nicht mal an ihre eigene Terminologie halten. Ein Lieblingswort der Drogenbeauftragte ist zum Beispiel Suchtmittel. Die Leute nehmen Suchtmittel und schon mit immer jünger werden die Suchtmittelgebraucher. Das stand schon in den 70er Jahren in den Zeitungen. Also auch damals hieß es, die Drogenkonsumenten werden immer jünger. Und also in den letzten 30 Jahren sind die immer jünger geworden. Also heute müssen es eigentlich schon Babys sein. Doch wenn wir uns so einen Begriff wie Suchtmittel mal vergegenwärtigen. Ein Mittel ist etwas, das man zu einem bestimmten Zweck benutzt oder einnimmt. Ein Schmerzmittel ist ein Mittel gegen Schmerzen oder ein Mittel zur Freude. Ein Genussmittel ist eben ein Mittel, das man zum Genießen einnimmt. Aber wer nimmt eigentlich ein Mittel ein, um süchtig zu werden? Oder ein Mittel ein, um sich von der Sucht zu befreien? Das, was gängig als Suchtmittel bezeichnet werden, sind weder Mittel, um süchtig zu werden, noch sind es Mittel, um einen von der Sucht zu befreien. Generell muss man sich vergegenwärtigen, ein Stoff oder eine Substanz, das ist die neutrale Bezeichnung für etwas, das da ist. Und wenn dieser Stoff oder diese Substanz eine Wirkung, zum Beispiel eine Genusswirksamkeit oder eine pharmakologische Wirkung hat oder haben, dann spricht man von einem Wirkstoff. Und wenn man einen Wirkstoff einsetzt, um Krankheiten zu erkennen oder zu heilen, dann spricht man von einem Arzneimittel. Aber ein Mittel, wenn man von einem Mittel spricht, spricht man immer von dem Zweck der Einnahme. Ein Stoff an und für sich wird erst zum Mittel in Verbindung mit der Absicht des Menschen, wie er mit diesem Stoff umgeht. Also Begriffe wie Suchtmittel sind eigentlich absurd. Ähnlich ist es zum Beispiel auch mit dem Begriff Betäubungsmittel. Dieses Gesetz heißt in Deutschland Betäubungsmittelgesetz. In Österreich ist es ja noch viel herber. Die hatten früher ein Suchtgiftgesetz und das haben die vor ein paar Jahren in Suchtmittelgesetz umgetauft. Aber auch der Begriff Betäubungsmittelgesetz ist absurd. Weil ein Betäubungsmittel ist klassischerweise ein Mittel, dass man etwas nicht spürt. Wird klassischerweise von einem Anästhesisten, also einem Narkosearzt, in einem Operationssaal einem Patienten verabreicht, damit er den Eingriff des Arztes bei der Operation nicht spürt. Der Arzt, der heißt Anästhesist und die Mittel, die Betäubungsmittel, nennt man Anästhetika. Und der Begriff kommt vom Wort, das Wort gleich aus dem Altgriechischen und verwandt mit Ästhetik, das, was wir für schön empfinden, das, was wir für angenehm empfinden. Und Ästhetik und Ästhetika, das hat etwas mit Kultur zu tun. Und in dem Moment, wo man das verhindert an Ästhetikum, dann hat es was mit Medizin zu tun. Man will für einen bestimmten Zeitraum
die Wahrnehmung unterbinde. Wenn man sich aber die Stoffe anschaut, die in so einem Anhang des Betäubungsmittelgesetzes stehen, da sind da Stoffe, die verdienen den Namen Anästhetika nicht. Und wenn ich LSD einnehme, dann nehme ich nicht LSD ein, um weniger zu spüren, sondern um etwas mehr zu spüren. Ist also für mich ein Ästhetikum und kein Anästhetikum. Und hier sieht man, wenn man den Sprachgebrauch in den Massenmedien, in der Politik sich genauer anschaut, da wird richtiggehend sprachliche Manipulation betrieben. Recht interessant ist zum Beispiel die amtliche Definition der UNO über Sucht und über Abhängigkeit. Man muss dazu fügen, noch bevor die Drogenbeauftragte der Bundesregierung geboren wurde, wurde von der Weltgesundheitsorganisation der Begriff Sucht abgeschafft in der offiziellen Terminologie und es heißt nur noch Abhängigkeit, psychische oder physische Abhängigkeit. Diese ganzen Begriffsdefinitionen haben viel mit der Verbotspolitik zu tun. Man kann da vielleicht das Fenster zumachen, das ist vielleicht ein bisschen irritierend. Der Begriff Sucht wurde in den 60er Jahren oder schon in den 50er Jahren 57 neu definiert durch die Vereinten Nationen, weil man wollte bestimmte Substanzen verbieten und nach den bisherigen Begriffen von Sucht aus der Medizin musste man feststellen, das sind eigentlich keine suchterzeugende Substanzen. Darum haben wir den Begriff neu definiert. Und da heißt es in der offiziellen Terminologie, dass man eine Substanz als süchtig machend bezeichnen kann, respektive eine Person als süchtig bezeichnen kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein. Ein unbezwingbares Verlangen zur Einnahme und zur Beschaffung des Mittels. Eine Tendenz zur Dosissteigerung. Die psychische und meist auch physische Abhängigkeit von der Wirkung der Droge. Und schließlich noch eine Schädlichkeit für den Einzelnen oder und für die Gesellschaft. Doch man merkte sehr schnell, auch mit dieser Begriffsdefinition wurde man im Drogenkontrollrat der Vereinten Nationen nicht Herr der Lage. Weil wenn man Kata Edulis, das wächst so da, wo Somalia ist und da, wo so in den Golfstaaten, das wird gekaut, das ist ein Stoff, der enthält den Wirkstoff Katinon, das ist ähnlich wie ein Amphetamin, der hält wach, unterdrückt den Hunger. Aber man konnte damals nicht feststellen, dass dieser Stoff süchtig macht. Aber er sollte verboten werden, weil die Leute sollen ja Coca-Cola trinken und nicht irgendwas essen, was am Wegesrand wächst. Die ganze Verbotspolitik hat sehr viel mit der Pharmaindustrie zu tun. Weil Drogen, die wachsen, Drogen, die die Leute selber anbauen können, da springt nichts für die Aktionäre raus. Wenn die Pharmaindustrie bestimmen kann, was gut für den einzelnen Menschen ist, da springt was für die Aktionäre raus. Und damit man eine Trennlinie zwischen legalen und illegalen Substanzen besser schaffen kann, hat man sich dann 1964 bei den Vereinten Nationen darauf verständigt, den Begriff aus der Betäubungsmittelpolitik Sucht rauszunehmen. Es wurde nicht mehr von Sucht gesprochen, sondern nur noch von Abhängigkeit. Das heißt, wenn heute in einem Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung der Begriff Sucht und Suchtmittel häufiger vorkommt als der Begriff Abhängigkeit,
dann weiß man, dass die Autorinnen und Autoren dieses Berichtes in ihrem Denken noch vor 1964 liegen. Das heißt, in ihrem Denken und in ihrer Terminologie sind die um Jahrzehnte zurück. Auch nicht auf dem Stand des medizinischen Wissens, der von der Weltgesundheitsorganisation akzeptiert und umgesetzt wurde. Und man hat für Abhängigkeit sich eine psychische und eine physische ausgedacht. Weil mit einer einfachen Abhängigkeitsdefinition, das funktionierte auch nicht mit dem Regelwerk für das Verbieten. Man hatte nämlich mehrere Kategorien im Augenschein zum Verbieten. Das waren die Opiate, also die Morphine, dann Barbiturate und Alkohol, das ist eine spezielle Abteilung, wobei es vor allem um die Barbiturate ging, aber Alkohol wurde nicht von der UNO als Suchtstoff oder als abhängigkeitsmachender Stoff deklariert und war darum nicht vorgesehen für irgendwelche internationale Reglementierungen. Dann Kokain, Cannabis, Amphetamine, Kat und schließlich die Halluzinogene. Und auch bei den Halluzinogenen gibt es unter den Fachleuten immer Streit. Weil das, was in der Bildzeitung oder in der Springerpresse als Halluzinogen bezeichnet wird, sind meistens gar keine Halluzinogene. LSD, Mescalin, Psilocybin, also die gängigen auf Open Airs und sonstigen Partys konsumierten psychedelischen Substanzen, sind eigentlich Pseudo-Halluzinogene, weil die Leute wissen im Allgemeinen, dass wenn sie jetzt etwas sehen, das nicht der Realität entspricht, dass das eben Visionen sind, dass das Gehirn sich das ausmalt, aber durch einen Konzentrationsschub kann man die unterdrücken. Anders ist das zum Beispiel bei den Nachtschattengewächsen, die übrigens keinem Verbot unterliegen. Nachtschattengewächse, wie Tollkirsche oder wie die Datura, Stechapfel, das hier alles in der Gegend wächst, die kann man fröhlich konsumieren, da muss man den Staatsanwalt nicht fürchten. Es sei denn, man setzt sich dann ans Steuer eines Autos und baut einen Unfall, dann kriegt man auch Ärger, weil das ist Gefährdung des Verkehrs. Aber Nachtschattengewächse unterstehen nicht diesem Reglement. Auch der Fliegenpilz untersteht nicht einer Reglementierung. Nur psilocybinhaltige Pilze und psilocinhaltige Pilze sind unter dieser Reglementierung. Das heißt, die Reglementierung ist eigentlich völlig willkürlich. Und wenn man sich die Definitionen, es gibt dann so bestimmte Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit eben eine Droge als gefährlich klassifiziert wird. Das sind eine ganze Reihe von Kriterien, die hier jetzt alle aufzuzählen, würde vielleicht zu viel. Aber es gibt sehr viele Substanzen, die auch Genussmittel sind und diese Kriterien erfüllen. Schokolade. Schokolade tut das psychische und physische Wahrnehmen verändern, da gibt es eine Melatonin-Ausschüttung, löst gewisse Glücksgefühle aus, drum ist Schokolade in den Supermärkten, an den Kassen auf Kinderaugenhöhe angebracht, so kleine Portionen, die nicht zu teuer sind. Das heißt, es ist eine psychotrope Substanz, eine Substanz, die die Wahrnehmung und das Empfinden ändert. Ähnlich ist es mit dem Kaffee. Koffein ist wohl der Motor der abendländischen Gesellschaft. Das fängt an bei McDonald's für die Kiddies. Das ist ja ein gesundes Restaurant, sagt die Drogenbeauftragte. Die haben mit als erstes das Rauchverbot eingeführt. Aber man kriegt Essen mit Glutamat und mit Süßstoffen und allen möglichen Fetten.
dass so das Sättigungsgefühl etwas gestört wird und man kriegt viel Koffein und viel Zucker. Das ist, kann man sagen, die Einstiegsdroge. Und wenn die Leute älter werden, dann kommt der Kaffee. Kein Großraumbüro ohne jede Menge laufende Kaffeemaschinen. Und wenn eine Gesellschaft sich systematisch mit Koffein putscht, dann braucht es Beruhigung. Und das Beruhigungsmittel heißt hierzulande Alkohol. Das heißt, nach dem Essen gibt es noch einen Kaffee, aber gleich einen Schnaps dazu und eine Zigarette dazu. Das ist so der gut bürgerliche Drogenmischkonsum. Die Drogenbeauftragte erzählt auch immer Drogenmischkonsum oder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder DRAGCOM, das ist so eine Seite von der Bundesregierung mit Drogeninformationen. Da geht es im Wesentlichen immer um Warnungen und um Angstmachen. Drogenmischkonsum ist absolut schlimm. Wenn einer schon eine Substanz nimmt, ist es böse, aber wenn man gleich mehrere nimmt, dann ist das ganz, ganz schlimm. Und das erzählen Leute, die irgendwie im Kaffeehaus sitzen, ziehen sich eine Schwarzwälder Torte rein, da ist Alkohol drin, trinken Kaffee dazu, ist Koffein drin, vielleicht noch ein Glas Kirsch dazu und rauchen eine Zigarette. Das heißt, treiben Drogenmischkonsum. Und das Koffein ist Genussmittel, aber wenn ich es in der Apotheke hole, als Tablette, als Wachmacher, ist es auf einmal ein Arzneimittel. Und die Trennung Genussmittel oder sagen wir ein Mittel zum Zweck und ein Arzneimittel ist absolut fließend. Crystal, Methamphetamin, Hitlers Wunderdroge in den Diskotheken, lauteten Ende der 90er Jahre viele Schlagzeilen. Es wurde eine neue Designerdroge erobert den Weltmarkt. In Thailand hießen die irgendwie, das waren dann Thai-Pillen, Jabba. Und hierzulande haben sich die Leute aufgeregt, auch alte Omas, ihre Enkel würden da ja. Und waren völlig erschrocken, oder die Journalisten, als sie erfuhren, dass ihre Eltern oder Großeltern, ja bis 1988 gab es das als Fertigarzneimittel in jeder Apotheke zu kaufen. Und hieß Pervitin. Und die Mehrheit der Lastwagenfahrer haben das regelmäßig genommen, weil dann war die Gefahr des Ermüdens am Steuer nicht so gering. Und dann haben sie in einer riesigen Aktion also Pervitin vom Markt genommen und erklärt, wie schlimm das ist. Und europaweit, das war so eine der ersten europäischen neueren Drogenaktionen Ende der 80er Jahre. Und siehe da, die schweren Unfälle mit Lastwagen haben rapide zugenommen und nicht abgenommen, weil die waren einfach übermüdet. Da kamen immer neue Gesetze, dass nur noch 8 Stunden fahren und so viele Stunden Pause. Es ist ja so, man redet ja nicht mehr von Vernunft, sondern es wird ja von der Regierung alles reglementiert. Und jedes Jahr werden ungefähr 5000 Seiten neue Reglementierungen erfunden. Das heißt, die Trennung Genussmittel, Arzneimittel, ja, Lebensmittel, die ist immer willkürlich. Und das ändert sich ständig. Zum Beispiel Modafinil ist eine Substanz, die war lange im Betäubungsmittelgesetz. Aber das ist eine Substanz, die brauchte die englische Armee und auch die US-Armee im Irakkrieg. Zehntausende von Pillen haben die gleich mit den Soldaten darunter genommen. Ja, die Ostfront, die ist ja jetzt am Hindukusch. Und man will kein Betäubungsmittel an die Soldaten ausgeben. Also was macht man? Man sagt, das ist kein böses Betäubungsmittel, sondern das ist ein sogenannter Cognitive Enhancer. Und das sieht man aus der Liste raus. Dann ist das ein sauberes Medikament. Und dann kriegt man auch keine schlechte Presse, wenn man da tausende von Pillen den Soldaten immer mitgibt, wenn die da durch den Hindukusch marschieren. Es ist übrigens eine interessante Beobachtung, dass die Repressionspolitik so im letzten Jahrhundert mit der Verschiebung der Ostfront sehr eng zusammenhing. Und
Ich habe mir so das Vergnügen geleistet, alte Zeitungen und alte Berichte aus den Ende der 30er Jahre, frühe 40er Jahre mit aktuellen Texten der Drogenpolitik zu vergleichen. Damals hieß der Reichsgesundheitsführer Leonardo Conti. Und es ging dann auch los, Rauchen verboten ab 16, außer jemand war bei der Hitlerjugend, der durfte erst ab 18 rauchen. Dann wurde das Rauchen in den Bussen verboten und dann an den Bahnhöfen. Dann wurden die Tabakautomaten verboten. Und die Sprüche dazu sind praktisch die identisch gleichen, die heute in den Medien kursieren. Warum das alles ach so schlecht sei. Sicher kann man durch Gesundheitspolitik etwas bewirken. Aber ich glaube, eine Gesundheitspolitik, die auf Zwang beruht, wirkt vielleicht bei den Leuten, die nicht denken, aber Zwang löst immer eine Gegenreaktion aus und dann wird es erst recht gemacht. Man kann nur zwei Beispiele sehen. Alkopops wurden mit einer Sondersteuer belegt, weil immer mehr Jugendliche auf einmal Alkopops tranken. Und dann haben sie erst den Erfolg gefeiert, der Konsum von Alkopops nach Einführung dieser Sondersteuer geht massiv runter. Ja, was machen Jugendliche, wenn die fertig gemixten Drinks so teuer werden? Dann kauft man die Sachen in Einzelteil pur und vielleicht noch ein Büchlein, wie werde ich ein guter Barmixer, und haben halt selber gemixt. Auf jeden Fall der Erfolg dieser Anti-Alkohol-Kampagne. Jetzt gibt es ja eine neue Kampagne. Man kann sich ja an jeder Polizeidienststelle Bierdeckel holen. Don't drink too much, stay gold. Auf der einen Seite vom Bierdeckel irgendwie ein Sportler, auf der anderen Seite ein Typ, der rumhängt und sich die Hose voll gemacht hat. Das ist so die neueste Präventionskampagne. Doch der Effekt ist, Jahr für Jahr müssen mehr Jugendliche wegen einer akuten Alkoholvergiftung ins Krankenhaus. Das heißt, eine Schadensminderung, und das sollte ja Ziel von Drogenpolitik sein, Schadensminderung hat nicht stattgefunden. Das Gleiche ist übrigens auch mit der Cannabispolitik. Die Drogenbeauftragte vor der jetzigen, die Marion Kaspers-Merck, in der Szene als Kasperle Merck nichts bekannt, die hat eine richtige Cannabis-hysterische Kampagne losgelassen. Und ihre Nachfolgerin legt immer noch drauf. Wie gefährlich ist auch Cannabis? Es ist zwar richtig, dass die Zahl der Konsumenten an Schülern leicht rückläufig ist, aber die Zahl der wirklich harten Konsumenten, die irgendwie Hilfe brauchen, die nimmt zu. Das heißt, so Kampagnen wirken vielleicht auf gut bürgerliche Schichten, die sagen, Autorität, da ist was dran, da muss man sich dran halten. Aber gerade selber denkende Menschen, kritische Menschen, werden durch solche Kampagnen erst überhaupt zu einem übermäßigen Konsum animiert. Und das ist das Maß der Dinge in der Politik. Oder sollte es sein? Schadensminderung. Und die beste Botschaft für Schadensminderung ist eine Information über Substanz. Die beste persönliche Gegebenheit und das beste Umfeld, um die Substanz einzunehmen. Und zwar so, dass eine Genussoptimierung erlebbar wird. Das heißt, wenn man Hinweise zum Drogengebrauch gibt, wo die Leute spüren, wenn sie diese Hinweise befolgen, haben sie vielleicht sogar ein bisschen mehr vom Geld, denn wenn man das so und so durcheinander nimmt, dann hat man eher Schweißausbrüche, und wenn man das aber in der und der Reihenfolge und der Dosierung nimmt, dann hat man mehr Spaß. Und dann ist auch eine Information sinnvoll und glaubwürdig. Denn die meisten Leute wollen Spaß, die wollen nicht süchtig werden und die wollen nicht tatütata ins Krankenhaus. Und doch sieht man immer wieder, selbst in der Szene, gerade in der Techno-Szene haben wir so Erfahrungen gemacht, dass aus Angst vor Repression Schadensminderung verhindert wird.
So autonome Drogeninfostand und Event Rave. Wir machen so in Clubs Drogeninfostände. Können die Leute auch sitzen, diskutieren, tut man gemütlich plaudern über Erfahrungen mit Drogen. Denn wo sonst kann auch ein Experte lernen, wie Drogen wirken, außer bei den Konsumenten selbst. Die selbsternannten Professoren, die sich Experten nennen und das nie konsumiert haben und nur ein paar kranke Patienten kennen, können die Situation eigentlich gar nicht richtig einschätzen. Sondern dazu muss man in ständigem Kontakt sein und von Vorteil ist es auch, wenn man über eigene Erfahrung verfügt, wenn man dann gerade auf einer ganz anderen Ebene mit den Leuten unter Einwirkung von Ecstasy oder LSD oder Zauberpilz oder was auch immer diskutieren kann. Und die Akzeptanz von guten Informationen ist groß. Und einer der wichtigsten, und wo wir uns sehr engagieren, ist zum Beispiel das Thema Safer Sniffing. Sicher schnupfen. Und so wie Safer Sex, das haben uns so die AIDS-Hilfen beigebracht, immer Kondom, das hilft, da kriegt man nicht so schnell AIDS und Hepatitis C. Und die Junkies, die Fixer, die wissen, Safer Use, eine frische Kanüle, dafür gibt es Spritzenaustauschprogramme, damit man sich eben nicht infiziert. Aber es gibt viele Leute, die konsumieren nasal, Schlupfröhrchen, Amphetamin, Methamphetamin, Kokain oder was auch immer und denken nicht dran. Und es muss schnell gehen und man ist auf dem Club und der eine auf die Karten macht schnell die Linie, der andere rollt den Geldschein, der erste steckt dir die Nase, zieht sich das hoch, hat irgendwie in der Nase einen kleinen Furunkel, eine blutige Stelle und der nächste steckt sich das auch in die Nase. Besonders Kokser müssen aufpassen, weil Kokain wirkt nicht so lang, da muss man häufiger schlupfen, hat man eher eine kaputte Nase. Jemand, der nur Kristalle schlupft, der muss alle 10 bis 20 Stunden eine Nase nehmen und es wird immer noch, hat also nicht so schnell eine kaputte Nase. Aber wie dem auch sei, der zweite schiebt sich das in die Nase, flutsch! Schmierinfektion und der Hepatitis C ist rübergekommen. 10 oder 15 Jahre Safer Sex, alles für Oma, nur weil nicht dran gedacht und Schnupfröhrchen geteilt. So klar und so logisch das ist und so präzise die Studien sind, dass man checkt, dass 10-15% der Hepatitis C-Patienten sich nasal infiziert haben. Gibt es Clubs in Berlin, die sagen bei uns Schlupfröhrchen, nein. Angst vor der Repression. Die Behörden könnten meinen, wir würden den Drogenkonsum fördern. Nicht? Saubere Kanülen darf man verteilen, weil das steht explizit im Gesetz drin. Seit 1992. Und dann wird Rita Süßmuth, die hat das durchgeboxt. Aber Gesundheit ist für Politiker oft zweitrangig. Muss ich denken, in den 90er Jahren, als es schon Fixerstuben gab in Deutschland, da wurde noch ein Spritzenautomat konfisziert. Die Bullen da Leute vorbeigeschickt, die den abgeschraubt haben. Und erst dann wurde das Gesetz geändert, dass das ein Unding ist. Das heißt, es gibt Politiker, die aus fundamentalistischen Gründen sagen, ob sich AIDS oder Hepatitis C ausbreitet, ist uns scheißegal, aber Drogenkonsum muss mit allen Mitteln verhindert werden und geächtet werden und man muss das Leben so schwer wie nur irgend möglich machen. Oder man denke jetzt an die Diskussion über Diamorphin, Heroin. In nahezu allen Zeitungen steht ein völliger Blödsinn. Da steht, das synthetische Heroin, Diamorphin, statt dem natürlichen Heroin. Das ist genau das Gleiche. Das war 1898, übrigens Hoffmann hieß der Chemiker, das ist der gleiche Chemiker, der auch Acetylsalicylsäure synthetisiert hat. Das ist Aspirin, war die gleiche Firma und die haben
Patent auf Heroin angemeldet, Namensschutz auf Heroin angemeldet. Und Heroin ist die Acetylmorphin. Aber man macht jetzt so, in der Politik tut man so, als sei das was anderes. Gut, Straßenheroin ist gestreckt und die Acetylmorphin, das man in einem Heroinprogramm kriegt, ist pur. Drum geht es den Leuten, die die Acetylmorphin kriegen, einfach besser, weil die Risiken und Nebenwirkungen bei einem klinisch reinen Stoff sind natürlich geringer als bei einer gestreckten Straßensubstanz. Oder man denke an Cannabis als Medizin. Bis in die 40er Jahre des letzten Jahrhunderts war Cannabis im deutschen Arzneimittelbuch und wurde für viele Zwecke verschrieben. Das Gleiche gilt übrigens auch für Opium. Und heute tut dieses Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, da ist die Bundesopiumstelle angesiedelt, die für die Erlaubnisregelungen zuständig ist, und versucht mit allen Mitteln zu verhindern, dass todkranke Patienten Cannabis als Medizin bekommen. Obwohl Ärzte, Professoren, Gutachter in langen, gut ausgearbeiteten Gutachten bestätigen, kein anderes Mittel hilft denen so viel wie Cannabis in Purform. Aber da wird die Politik absolut dogmatisch, fundamentalistisch und hat überhaupt nichts mit Vernunft zu tun. Das ist menschenverachtend, kranke Menschen leiden zu lassen, statt ihnen die adäquate Medizin zugänglich zu machen. Und da gilt es immer, die Begrifflichkeiten anzuschauen. Also wenn man auf Abgeordnetenwatch die Seite der Drogenbeauftragten sich mal anguckt, es ist haarsträubend, wie eiskalt, wie ein seelenloser Roboter, die Fragen der Leute beantwortet. Menschlichkeit, Gefühl, ja, die Würde des Menschen kommt da eigentlich überhaupt nicht mehr vor. Drogenabhängigkeit, eigentlich, man macht sich von etwas abhängig. Egal, ob das jetzt Substanzen sind oder eine Spielkonsole und ein spezielles Programm. Es gibt Leute, die können nicht gescheit leben, wenn sie nicht jeden Morgen in die heilige Messe gehen. Die sind süchtig danach. Ohne den Geruch vom Weihrauch und das Blablabla vom Priester, da werden die mich schucken. Also es ist, man kann von allem, es gibt Leute, die werden esssüchtig. Die fressen sich was an, die machen sich abhängig. Das kann man sagen, das können krankhafte Zustände sein. Aber im Grunde genommen ist es immer, man macht sich von was abhängig. Eine Substanz per se ist nicht gefährlich. Erst, wenn wir sie in die Hand nehmen oder konsumieren. Also nicht die Drogen haben die Macht. Es gab mal so eine Kampagne, keine Macht den Drogen. Nee, die Menschen haben die Macht, wie sie mit Drogen, mit psychotrop wirkenden Substanzen umgehen. Wir sind diejenigen, die handeln, und die Substanzen sind ein Mittel. Und wenn wir die Mittel für das einsetzen, wofür wir wollen, um fröhlich zu sein, um besser ficken zu können, um länger tanzen zu können, um das Konzert besser zu hören oder was auch immer, und wir das richtig machen, dann machen wir uns auch nicht abhängig, sondern ist das Genussmittel. Aber wenn man etwas konsumiert, ohne zu überlegen, warum oder wieso oder was will ich damit erreichen, was ist der Zweck, dass ich dieses Mittel einnehme, dann wird es risikovoll. Und risikovoll wird es auch, wenn man sich damit betäuben will, wenn man etwas in sich oder von sich nicht mag, wenn man unzufrieden ist, Scheißsituation, und dann sich zukippen mit Alkohol. Das Problem spült man nicht weg. Man kann es nur eine Zeit lang betäuben. Und dann wird es kritisch, wenn man etwas verdrängen will.
Aber das hat mehr mit der Person zu tun und weniger mit der Substanz. Weil die große Mehrheit der Leute, vor allem die Genießer, die können mit Wein und mit Schnaps umgehen. Die können ein Glas Schnaps genießen, müssen nicht 10 davon trinken. Die können ein Glas Wein oder 2 genießen zum Essen, müssen nicht eine ganze Flasche leeren. Das heißt, die Genussfähigkeit ist ganz essentiell. Die Genussoptimierung und die Genussfähigkeit. Denn wenn die fehlt, dann ist die Gefahr schon gegeben, dass man sich abhängig macht von einer Substanz. Aber das Gegenteil von Abhängigkeit ist Autonomie. Der Begriff autonom ist in der bürgerlichen Presse oft nur negativ akzentuiert. Aber mit ein Automobil, da ist ja der Staat stolz, wir Deutschen, wir bauen da die besten Autos auf der Welt. Nur verkaufen sie sich zurzeit nicht so gut, aber ansonsten schon. Auto, selbst, mobil fahren, autonom, selbst, Benennung, Bestimmung. Das heißt, je weniger wir von, und das gilt nicht nur für Drogen, sondern für alles im Leben, je weniger wir uns von anderen Personen oder Sachen abhängig machen, umso näher sind wir dem Ziel, dass wir mit gutem Gewissen sagen können, wir agieren autonom, wir handeln autonom, selbstbestimmt. Und das ist das große Umdenken, das einsetzen muss in der Drogenpolitik. Weil das Gegenstück von Drogenabhängigkeit ist nicht Abstinenz. Kann sein, ja, auch jemand, der drogenautonom ist, kann sagen, jetzt in dem Moment bleibe ich abstinent, weil ich jetzt hier diese Lötplatten machen will und da will ich kein Tatterich haben und das gut löten und dann ziehe ich mir meine Drogen halt erst nachher rein. Also Drogenautonomie heißt nicht mehr Drogen konsumieren, sondern Drogenautonomie heißt selbstbestimmt aus eigener Überzeugung entscheiden, ob und wenn ja, welche und wie viel Substanzen man nehmen will. Und die Voraussetzung dafür ist Drogenkompetenz. Das kann man sich anlesen, gibt es im Internet, gute Infoseiten. Kann man mit Freunden drüber reden, die schon Erfahrung damit haben. Und Drogenmündigkeit. Drogenmündigkeit, selber mündig entscheiden, will man nicht. Und auch mündig im sozialen Umgang, denn viele Drogenprobleme sind auch bedingt durch zwischenmenschliche Probleme. Ein bisschen mehr aufeinander achten, wenn jemand irgendwie auf eine Party zu viel gekriegt hat, mal gucken, schläft er nur oder ist er schon im Koma, braucht er vielleicht einen Tee oder ein Wasser. Eine kleine Vorsorge kann oft bewirken, dass es eben dann nicht tatütata und ins Krankenhaus. Das kommt häufig vor. Nicht sehr häufig, aber zu häufig. Zu häufig heißt oft vermeidbar. Der häufigste Grund ist Alkohol und GHB, Gamma-Hydroxybutyrat. Ist ein Medikament, GHB, liegt in jedem OP, heißt Sumsanit oder auch X-REM und wurde lang gegeben, zum Beispiel für Kaiserschnitte, wird gegeben bei Narkolepsie, bei Störung im Schlaf- und Wachrhythmus, wird gegeben zur Entspannung. Es gibt also mehrere Indikationen. GHB ist in Deutschland ein zugelassenes Medikament. Und GHB gilt unter Medizinern auch als ziemlich sicheres Medikament. Es hat eine gut einschätzbare therapeutische Breite. Und wenn man das korrekt dosiert, wobei die Dosierungen zum Spaß geringer sind als die klinischen, wenn man das vernünftig nimmt, ist das Gefahrenpotenzial relativ gering. Aber was viele nicht wissen, GHB oder eben auch GBL, Gamma-Butyrolacton, das ist in jedem Graffiti-Entferner drin,
Darum steht auch manchen Graffiti-Endtrainer heute absolut 3, 98% Gamma-Butyrolacton, damit die Leute wissen, der ist sauber, da sind keine anderen Säuren oder sonst was drin. Wenn man das konsumiert, GBL, das wird sofort im Körper in Sekundenschnelle zu GHB umgewandelt. Also vom Effekt ist da eigentlich kaum ein Unterschied. Doch wenn ich vorher Alkohol getrunken habe, das wirkt auf die gleichen Neurotransmitter, das wirkt auf die gleichen Stellen im Gehirn. Das sind so kleine Calciumschleusen. Und da wirkt eben auch der Alkohol drauf. Und wenn man Alkohol getrunken hat und dann GHB nimmt, dann werden gewisse Signalübertragungen im Gehirn nicht mehr richtig vorgenommen. Man fällt ins Koma. Was schwierig ist, einzuschätzen, wie es jemand geht, weil der Lidreflex wird unterdrückt. Das heißt, die Leute reagieren nicht mehr. Und im Allgemeinen ist es nicht lebensgefährlich, aber es ist viel Arbeit für die Ärzte und Schwestern und Pfleger in den Intensivstationen. Weil nach einer Alkohol-GHB-Kombination der Brechreiz häufig einsetzt, bevor die Leute aus dem Koma erwachen. Und wenn jemand noch im Koma oder Tiefschlaf ist und auf einmal kotzen muss, dem bleibt die Kotze im Hals stecken und man kann ersticken. Das heißt, die Leute sind am Tropf und müssen beobachtet werden. Und das ist personalintensiv. Für die Leute selbst sicher nicht angenehm, auch für die Party nicht angenehm, wenn da Leute von der Sanität rausgetragen werden müssen. Und das sind Schäden, die kann man verhindern durch Aufklärung. Vielleicht noch ein Wort zu diesem Themenkomplex. GHB wird häufig auch als Vergewaltigungsdroge bezeichnet. Und das ist richtig, das kommt vor. Es gibt auch noch ganz andere Reihe von Substanzen, vor allem Rohypnol ist so eine Substanz, wenn man das anderen Leute ins Getränk schüttet, dann fallen die in einen Zustand, wo sie sich A, nicht wehren können und B, sich nicht mehr erinnern können. Das ist, wenn man sowas macht, in jedem Fall Körperverletzung, schwere Körperverletzung. Jemandem Droge zu verabreichen, ohne dessen Wissen oder dessen Zustimmung, ist immer eine Körperverletzung. Das muss man sich klar sein. Ist das eine Frage? Ja, eine kurze Frage für mein eigenes Verständnis. Ist das jetzt das Zeug, wo man auch in der Szene von GABA oder Liquid Ecstasy redet? Ja, richtig. Okay. Das heißt auch Liquid Ecstasy und das ist ein dem GABA, das ist ein Neurotransmitter, verwandter Stoff. Wirkt das auch am MDMA-Rezeptor? Nein, es ist ein völlig anderer Stoff. Es ist also MDMA lutscht praktisch die Serotoninzellen aus. Das heißt, nach MDMA-Konsum schüttet der Körper vermehrt Serotonin aus. Der Körper muss die Serotoninspeicher nach MDMA-Konsum wieder auffüllen. Darum sagt man, es gibt eine Toleranzzeit. Das heißt, wenn ich eine Ecstasy genommen habe und will wirklich das gleiche Vergnügen haben, die gleiche Qualität, dann sollte ich einen Monat bis 6 Wochen warten, weil die Serotoninspeicher füllen sich nicht so schnell. Nicht im Gegensatz zum Beispiel zu LSD, LSD oder auch Psilocybin täuscht dem Körper einen erhöhten Serotoninspiegel vor. Das heißt, wenn ich LSD genommen habe, habe ich eine auch serotonäre Wirkung, andere, es gibt verschiedene Serotoninrezeptoren, über ein Dutzend. Und nach LSD sind die eigenen Serotoninspeicher aber nicht leer und darum ist auch die Toleranzzeit viel kürzer. Das heißt, wenn ich an einem Wochenende LSD genommen habe
und ich nehme am nächsten Wochenende wieder LSD, habe ich nahezu die gleiche Wirkung, weil die Toleranzzeit ist nur etwa eine Woche lang. Aber hier noch ist der Serotoninspeicher definitiv leer, oder? Nach Ecstasy, also nach einer nicht, aber wenn man so mehrere an einem Wochenende genommen hat, empfiehlt es sich an die nächsten Wochenende nicht wieder Ecstasy, sondern sich mit anderen Substanzen zu vergnügen, wenn man Substanzen nehmen will. Aber nicht immer die gleichen. Der Rezeptor ist prinzipiell ein anderer. Hm? Der Rezeptor ist prinzipiell ein anderer. Ja. Während bei GABA, das sind so Natrium-Calcium-Schleusen, da wirkt auch Valium und da wirkt auch Alkohol mit. Das heißt, die Kombination von Benzodiazepinen und Alkohol und GHB ist auf jeden Fall ein erhöhtes Risiko, dass man Probleme kriegt und fremde Hilfe braucht. Und fremde Hilfe brauchen heißt auch abhängig sein. Darum ist immer gut, man plant seinen Konsum so, dass man keine fremde Hilfe braucht und nicht abhängig ist von irgendwelchen äußeren Gegebenheiten. Atemdepressiv aber auch definitiv, oder? Atemdepressiv in Kombination mit anderen Substanzen, aber sagen wir per se nicht so stark. Also wenn man es überdosiert, dann schon, aber dann ist man eh im Koma. Ja, es gibt zurzeit gerade so eine Organisation, die sich um GHB kümmert. Das sind so verschiedene Vereinigungen. Da geht es in erster Linie auch wegen der Vergewaltigungsdrohung. Das betrifft übrigens nicht nur junge Mädchen. Auch Jungs können betäubt werden und missbraucht werden. Auch das kommt vor. Aber wie gesagt, das ist nicht auf GHB beschränkt, sondern das gibt eine ganze Reihe von Substanzen. Darum, wenn man unterwegs ist, vor allem in einer Szene, die man nicht kennt, man achte auf seine Getränke. Nicht rumstehen lassen, eine halbe Stunde tanzen, wieder an die Bar gehen und hoffen, es hat niemand irgendwie da aus Spaß ein paar Tropfen von irgendwas reingetan. Mit jemand schicken ist ja auch so eine Thematik. Nicht? Es gibt da Leute, die im Club sind und die wissen, so vor ein paar den Obermeistertänzern, die nehmen alles, was aufputscht und sagen, ey, magst du eine Lein? Und dann legen die fett eine Lein auf und die gehen fett davon aus, gleich, oh, das ist eine fette Line Speed, ziehen die hoch und nach 3 Minuten merken sie, dass sie wie im Kloß im Sofa sitzen, weil sie haben eine Line Ketamin gekriegt. Also wenn man irgendwas angeboten kriegt, empfiehlt es sich, einfach weil es auch Spaßvögel gibt, die es manchmal übertreiben, genau nachzuhaken, was ist das eigentlich? Eben bewusst konsumieren und nicht zufällig irgendwas. Noch eine Frage. Ja. Zu dieser Sache jetzt Sex auf GHB. Wirkt das jetzt auch sexuell stimulativ oder also für den Konsumenten oder ist das jetzt... Sagen wir, es tut die Gefühle verstärken. GHB tut das periphere Kreislaufsystem, also die Blutgefäße unter der Haut und vor allem auch unter den Schleimhäuten, erweitern, sodass man da stärker durchblutet wird. Mhm. Deswegen wird GHB auch als Kuscheldroge genommen, auch zu Massagezwecken und auch beim Sex kommt das angenehm. Es ist gefühlsintensivierend. Aber die Libido so an sich, vom wird Kopf her nicht? Nee, vom Kopf also, her... Man muss schon vom Kopf her sozusagen... Man muss sich schon mögen, sonst hilft es nicht. Und es ist... Also... Es ist zu warnen, GHB und Viagra, weil Viagra macht genau das Gleiche. Das ist auch vasodilatativ. Das tut auch die peripheren Kreislaufgefäße erweitern. Und wenn man dann gleichzeitig noch zum Beispiel Isobutylnitrit, also Poppers, nimmt, das kann zu viel des Guten sein und dann kriegt man einen Kreislaufkollaps. Also die Kombination von GHB, Viagra und Poppers
Vorsicht, Vorsicht, da muss man sich gut kennen. Also wenn man sich sexuell stimulieren will und nicht nur, nicht, Viagra ist ein Stoff, das ist gut für die Kamera, wenn man Pornos macht. Man steht lange, aber das Gefühl wird bei Viagra nicht intensiver, sondern eher das Gegenteil ist der Fall. Während wenn man zum Beispiel Joimbinhydrochlorid, Joimbe, das kann man sich von seinem Arzt verschreiben lassen, das ist ein Medikament, das ist legal, das ist nichts Verbotenes, nichts Anrüchiges, das steigert die Libido. Oder in einigen Ländern auch heute noch als Medikament, hierzulande nur ein Betäubungsmittel, das ist 2CB, das ist auch ein Amphetaminderivat, gehört also so im weiteren Umfeld zur Ecstasy-Gruppe. Das wird in Südafrika und anderen Staaten heute noch als Mittel zur Steigerung der Libido verabreicht. Aber das ist ein großer Unterschied. Das eine ist eine Psychostimulanz und das andere ist eine rein körperlich-funktionelle Stimulanz. Dieser Vergewaltigungsaspekt hier bei der ganzen Sache, ruft das Ganze auch eine Amnesie, also eine retrograde Amnesie hervor? Oder? Ja, das ist eben, also die Leute können sich meistens nicht erinnern. Aber bei... Also ähnlich wie bei Benzodiazepinen, Dormicum. Ja, also starke Benzos sind ja, also vor allem Prohypnol ist ziemlich berüchtigt, weil die Leute können sich nicht mehr erinnern. Und was kann einem das Beste passieren, wenn man jemanden ausrauben will oder sich an jemanden verlustieren will und weiß, die Person will das nicht, aber davon ausgehen kann, dass sie sich nachher nicht erinnern kann. Darum wirklich aufeinander achten. Je mehr Party, Family, in diesem Sinne die Leute aufeinander achten und sich darauf aufmerksam machen und auf ihre Getränke achten, umso weniger passiert das. Weil das ist echt fies. Das ist nicht die Würde des Menschen respektieren, wenn man andere Leute irgend sowas ins Glas gibt. Hängt das von der Beziehung ab, ob man sich nicht erinnern kann? Oder ist das bestätigt, dass in jedem der Fälle die Betroffenen nicht einmal an Teile erinnern können oder im Nachhinein Empfindungen haben, gewisse. Die Erinnerung drängt sich auch in den Körper ein und im restlichen irgendwie Bewusstsein, auch wenn ich es nicht in dem Wachbewusstsein wahrnehmen kann oder so. Also es hängt sich ja auch mit der Dosierung zusammen, also wenn man das gering dosiert. Und ich kenne Frauen, die nehmen seit 20 Jahren und mehr immer wieder mal GHB und haben mit ihrem Freund oder mit ihrem Gatten dabei ein wunderbares Vergnügen und können sich erinnern. Aber in einer bestimmten Dosierung Alkohol und GHB, und das ist vom Körpergewicht abhängig und von der Leber abhängig, wie schnell die Leber gewisse Sachen verstoffwechselt. Man kann also da jetzt nicht sagen, ab so und so viel Milligramm ist das sicher, aber man muss alle Substanzen für sich auch antesten. Wo ist für mich die angenehme Dosierung? Weil jeder hat ein bisschen eine andere Leber. Und so wie die Leber arbeitet, werden Substanzen verstoffwechselt, in andere Produkte umgebaut und wirken unterschiedlich. Das hängt dann auch noch mit den Nieren zusammen, weil eine saure Niere tut schneller Stoffe aus dem Blut wieder rausholen als eine alkalische Niere. Das heißt, es gibt Leute, die nehmen zum Beispiel Mittel gegen Nierensteine, also Entsäuerungsmittel für die Niere, damit die Drogen länger wirken. Also wenn man etwas von Medizin versteht, dann kann man allerlei kombinieren und gut experimentieren. Aber man sollte immer die Substanzen erst alleine antesten, eine Substanz, und dann die Substanz allein, und dann die Substanz allein. Und erst wenn man die eigene Reaktion auf die Substanz kennt, anfangen, bestimmte Substanzen zu kombinieren. Aber wenn man gewohnt ist, nur in leicht angetrunkenem und bekifften Zustand noch irgendeine weitere Droge zu nehmen, dann weiß man vielleicht gar nicht, wie die wirkt, wenn man mal vielleicht ein paar Stunden lang kein Alkohol getrunken hat und nicht gekifft hat. Aber so ein Party nehmen, vor einem Party gehen, dann trinkt man noch ein Bierchen zu Hause und einen Kaffee und raucht noch ein und dann geht man los und dann nimmt man irgendeine Droge. Das ist immer schon eine Drogenmischkonsumwirkung.
Und wenn man wirklich bewusst mit Substanzen umgehen will, dann kann ich nur sagen, erst einzeln antesten und dann kombinieren. Einfach der Erfahrungsschatz wird tiefer. Das kann man vielleicht auch so erklären. Die Einnahme einer psychotropen Substanz tut im Gehirn, im synaptischen Spalt zwischen den Nervenzellen, die Chemie etwas verändern. Und dadurch tun die Botenstoffe bestimmte Informationen schneller oder langsamer, intensiver oder vielleicht weniger intensiv übermitteln. Und jede Substanz hat ein anderes Wirkungsspektrum auf unsere Neurotransmitter. Das heißt, bei jeder Substanz erleben wir unsere Wahrnehmung aufgrund einer anderen chemischen Grundstruktur, die bei uns gerade funktioniert. Das heißt, jede Substanz gibt uns eine andere Perspektive der Welt. Die ist genauso real. Nicht das, was wir real als real empfinden, das ist einfach so, wie unser Gehirn im Normalzustand arbeitet. Aber Farben sind ja eigentlich nur Frequenzen. Wir haben einfach ein gewisses Struktursystem, dass wir dies und jenes so und so empfinden. Aber wenn wir unser Gehirn ändern oder uns mal in das Gehirn einer Fledermaus oder eine Fliege versetzen, dann würde die Welt völlig anders aussehen. Trotzdem ist die Welt genauso reell, auch für eine Fledermaus oder für eine Fliege. Und bei jeder psychotropen Substanz kriegen wir einen anderen Aspekt von dieser Welt mit. Und wenn wir diese Aspekte zu unterscheiden wissen, das ist ja Kultur, ist ja immer, dass man differenzieren kann. Wer viele Gewürze kennt, der kann eine gute Soße bereiten, eine gute Suppe bereiten. Wer wenig Gewürze kennt und immer nur die gleichen braucht, bei dem schmeckt es immer gleich. Aber der größere kulinarische Genuss ist, wenn jemand sehr ausgewählt verschiedene Gewürze nimmt und die Soße zubereitet. Und so ist das auch mit dem Drogennehmen. Das ist eine Kunst. Das ist eine Kunst, die man erlernen muss. Drogengenusskultur ist wie auch zum Beispiel ein Instrument spielen. Am Anfang ist es vielleicht blöd, wenn man da üben muss, Griffe und Ähnliches. Aber es kommt der Punkt, wo man die Technik so beherrscht, dass man richtig, wie man sagt, eben spielen kann. Mit Vergnügen spielen kann. Und so ist es auch mit den Drogen. Am Anfang, die ersten Male, ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Die Orientierung und ist alles anders. Und es ist gut, wenn man Leute dabei hat, die sich auskennen und einen einweisen. So wie man einen Klavierlehrer hat oder einen Fahrlehrer, der einem das Autofahren beibringt. Aber an einem bestimmten Punkt, wenn man so die Grundeigenschaften kennengelernt hat, dann kann man anfangen zu kombinieren und damit zu spielen. Und das ist dann wie für einen Musiker, wenn der ein Konzert gibt und das Feedback von den Leuten kriegt. So ist das auch beim Drogenkonsum, denn man wird merken, je nachdem, was für eine Substanz man genommen hat, reagieren die Leute anders auf einen. Wenn man da besoffen daherkommt oder strahlend, weil man gerade eine E genommen hat und irgendwie einen guten geraucht hat. Also die Wirkung ist sehr anders und es ist sogar so, also ich habe zum Beispiel einen Freund, wenn ich den besuche, der hat 3 Katzen. Und wenn die Tür aufmacht und ich sehe die Katzen, dann weiß ich nur aufgrund vom Verhalten der Katzen, ob er auf Trip ist oder ob er eine E genommen hat oder ob er nüchtern ist, weil die Viecher verhalten sich anders. Wenn er auf E ist, dann liegen die kuschelig in der Ecke und sind am Schnurren. Und wenn er auf Trip ist, dann rennen die rum und machen lauter Blödsinn in der Wohnung. Und das nennt man dann auch, das sind die Spiegelneuronen. Nicht also Mütter mit Kleinkindern spüren das nur am stärksten, weil Mutter-Kind-Beziehung ist eine starke Spiegelneuron. Da genügt ein Blickwechsel und die Verständigung, das gemeinsame Empfinden ist sehr intensiv und sehr da. Und es gibt eben Substanzen, die tun die Spiegelneuronaktivität steigern. Das sind, nennt man dann, empathische Substanzen. Und es gibt Substanzen, die tun die Spiegelneuronaktivität mindern. Das ist das Gegenteil von empathisch. Das nennt man dann, das sind Ego-Drogen. Also Kokain ist eher eine Ego-Droge. Da spürt man weniger, was in anderen Menschen vor sich geht.
während Ecstasy oder 2CB, das sind ja, Empathiedrogen. Da ist man sensibler, was in anderen Menschen vor sich geht. Wobei ich anmerken will, dass man nicht jede Droge probieren muss. Also nee, natürlich muss man nicht. Man muss auch als Musiker nicht jedes Instrument spielen. Und kann trotzdem ein guter Musiker sein. Und so kann man auch ein guter Psychonautiker sein, ohne alle Substanzen ausprobiert zu haben. Aber ich denke, Menschen, die das nie probiert haben, für die ist es sehr schwer einzuschätzen, was jemand erlebt, der das probiert hat. Also jemand, der immer noch nüchtern war. Sicher kann man mit Meditationen einiges erreichen, aber das Eigenartige ist, was man, also die kulturelle Entfaltung durch Drogen ist ungemein intensiv. Und fast alle religiösen Kulte sind mit irgendwelchen Drogengebrauchsarten verknüpft. Das sind das halt irgendwelche Kräutertees, aber deswegen sind die nicht weniger psychotrop oder psychoaktiv wirksam. Ja, das ist vielleicht, wo wir gerade auf das Müssen oder Nicht-Müssen. Wir leben ja im sogenannten christlich-abendländischen Wertegemeinschaftsbereich, wie die Politiker sagen. Dazu muss man wissen, dass die Menschenrechte keine Erfindung von Pfaffen waren, sondern von Revolutionären in Paris 1870 rum. Die haben sich für die Menschenrechte eingesetzt. Die Kirche war dagegen. Aber wenn man den Einfluss der Kirche guckt und sich mal im Alten Testament in der Genesis, so heißt das erste Buch Moses, was eigentlich das Erste war, was dieser Gott der Juden, ist ja auch der Gott der Christen und der Moslems, der da irgendwo am Berg Sinai wohnt und sich mal auf der einen oder anderen Seite vom Roten Meer zeigt. Da gab es das Paradies und der war halt kleinbürgerlich und hat einen Garten angelegt und Bäumchen gepflanzt, wie das jeder Häuslebauer auch macht, und hat zum Menschen gesagt, das hier, das ist der Baum des Lebens und das hier ist der Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Böse. Und davon sollst du nicht essen. Das war das Allererste. Nicht guten Tag oder so, sondern von dem Baum und von dem Baum. Er kam die Schlange und hat Eva gesagt, hey, wenn du von dem Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Böse isst, da werden dir die Augen aufgetan und du wirst sein wie Gott. Das heißt, ethnobotanisch gesprochen, da werden dir die Augen aufgetan, das ist psychedelisch, seelenerhellend und du wirst sein wie Gott, das nennt man entheogen. Das Göttliche wird in dir erwachen. Und das wollte der Gott nicht. Der bräuchte denn der Mensch ihn nicht mehr. Und das Göttliche in ihm erwacht. Und man hat gesagt, davon sollst du nicht essen, sonst wirst du des Todes sein. Und das war eine Übertreibung, weil Adam und Eva haben davon gegessen, sie sind nicht verreckt, sondern sie haben Kinder gezeugt. Dies also nach der jüdisch-christlichen Tradition das älteste und heftigste Gebot. Wer Drogen nimmt, fliegt raus aus dem Paradies. Und dieses Paradigma, Kreationisten würden es auf 5700 und so und so viele Jahre hin datieren, dieses Paradigma bestimmt noch heute die Politik. Und solange in Rom so ein Oller Benedikt sitzt und hier eine Kanzlerin von der CDU ist, dann wird sich das auch nicht so schnell ändern. Es sei denn, wir wehren uns aktiv. Hanftag, 9. Mai, Hanfparade, 1. August, das sind solche Anlässe, wo wir zeigen mit uns nicht. Wir sehen das anders. Wir lassen uns nicht bevormunden. Es ist niemand zwischen dem Universum und mir. Keiner, der Ablass verlangen kann. Man nennt sich das Bußgeldkatalog, es ist nicht mehr der Priester, sondern der Staatsanwalt und der Richter, die diese Ämter übernehmen, aber es ist das gleiche Prinzip. Wer nicht nach unseren Regeln folgt, zahlt und fliegt raus. Und
das ist Bevormundung, das ist ein Index. Weil es ist nichts zwischen mir und dem Universum. Weil ich, jeder von uns, ist Teil dieses Universums. Und so wie wir uns fühlen, so wie wir uns empfinden, so wie wir uns darstellen, so füllen wir einen Teil des Universums. Und wenn wir griesgrämig und sauer sind, dann füllen wir das Universum mit einem gewissen Teil wie Griesgram und Sauersein. Und wenn wir happy sind und Party feiern, dann füllen wir dieses Universum mit Partyfeelings. Und wer sich dazwischen schnallt und wer da abkassiert, das ist zu Unrecht. Das ist Einschränkung der individuellen Freiheit der eigentlichen Lebensgestaltung. Und Einschränkung der individuellen Freiheit ist für mich nur dann zulässig, wenn jemand sich so verhält, dass er die Freiheit der anderen einschränkt. Das heißt, jeder, solange er die anderen an ihrem Spaß und Vergnügen nicht stört, soll sich vergnügen können auf dieser Welt, wie er will, ohne Dogma. Ohne fundamentalistisches Lehrbuch. Und für diesen Weg treten wir ein. Für diesen Weg gehen wir Informationen, Drogenkompetenz, Drogenmündigkeit, Drogenautonomie. Ja, ich glaube, das war es im Wesentlichen. Danke für die Aufmerksamkeit. Und wenn irgendwelche Fragen sind, versuche ich die nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten.